Es ist Mittwochabend, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Alles Wichtige aus der Metropolregion Rhein-Neckar, auch heute Abend wieder live bei RON-TV. Und was wir alles für Sie vorbereitet haben, sagt Ihnen Hauke Kuz. So sieht es aus. Erstmal nochmal natürlich frohes neues Jahr. Wir haben uns ja noch gar nicht gesehen dieses Jahr. Ich hoffe, Ihnen geht es allen gut. Ja, ein Jahr lang konnte man in Walldorf und St. Leon Roth kostenlos mit dem Bus fahren. Dieses Projekt wird jetzt aber nur in einer Stadt weitergeführt. Woran das liegt, das sehen Sie gleich. Außerdem haben wir den SV Sandhausen besucht. Die haben ja natürlich nicht so gut gespielt in der Hinrunde und haben im Tabellenkeller überwintert. Wie die den Klassenerhalt schaffen wollen, das sehen Sie. Und außerdem, rückwärts gehen hört sich komisch an, sieht auch komisch aus, soll aber sehr gesund sein. Mehr dazu am Ende der Sendung. Viel Spaß. Das 9-Euro-Ticket hat viele Menschen im vergangenen Jahr vom Auto auf die öffentliche Verkehrsmittel umsteigen lassen. Das Nachfolgeticket für 49 Euro soll jetzt im April kommen. In zwei Gemeinden bei uns in der RON-Region sind sie da schon einen Schritt weiter, denn da heißt es Busfahren und zwar kostenlos. Das war zumindest in St. Leon Roth und Walldorf bisher der Fall. Warum das Projekt jetzt in einem Ort eingestellt werden muss, das verraten Moritz Vogt und Dana Nolte. Die Busse fahren hier ihre normalen Runden. Seit einem Jahr können die Menschen in Walldorf den ÖPNV in der Stadt aber kostenlos nutzen. Und das kommt bisher gut an. Finde ich sehr gut. Ob das jetzt für junge oder mittlere oder ältere Generation ist ja eigentlich egal, ne? Und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das nutzen. Gerade um auch mal irgendwie Leute dazu zu bringen, wieder ein bisschen mehr Bus zu fahren und vielleicht vom Auto wegzukommen. Und von daher finde ich es eigentlich eine gute Idee. Nutzt das auch ab und zu mal, nicht? Und ja, eine gute Sache. Könnte gern fortgesetzt werden. Ich finde das sehr toll. Toll gemacht vom Bürgermeister. Die Stadt Walldorf kann sich dieses Angebot leisten, wegen überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen, die sie erzielen. Unter anderem durch das Softwareunternehmen SAP, das seinen Firmensitz in Walldorf hat. Für das laufende Jahr kalkuliert unsere Kämmerei damit 100 Millionen Euro. Ziel von Verwaltung und Gemeinderat ist, mit diesem Geld sorgsam umzugehen. Aber natürlich auch sinnvolle Projekte zu fördern, die den Bürgern was bringen, die die Stadt voranbringen. Rund 140.000 Euro investiert die Stadt dafür. Ende des Jahres soll dann entschieden werden, ob das Projekt weitergeführt werden kann. Anders sieht es in der Nachbargemeinde St. Leon Roth aus. Hier ist seit Anfang des Jahres schon wieder Schluss mit dem Bus zum Nulltarif. Ein Jahr nach Projektstart ist klar, die wirtschaftliche Lage hat sich verändert und zwingt die Stadt, das Gratisfahren wieder einzustellen, erklärt Mobilitätsmanager Sascha Racho. Im Sommer 2022 wurden die Gewerbesteuereinnahmen haben sich deutlich verringert, sodass der Gemeinderat handeln musste und freiwillige Leistungen einkürzen musste. Und darunter ist auch das kostenlose Busfahren gefallen. Die Gemeinde hatte zunächst 20.000 Euro für den kostenlosen ÖPNV in der Stadt eingeplant. Eine Schätzung, die der VRN ins Spiel gebracht hatte. Das reichte am Ende aber bei weitem nicht aus. Am Ende werden es des Jahres 50.000 Euro sein, die wir für das kostenlose Busfahren ausgegeben haben. Also etwas mehr als das Doppelte. Hinzu kommt aber, dass in diesem Jahr noch ein weiterer Effekt gekommen ist, das 9-Euro-Ticket. Wir wären dann wahrscheinlich ohne das 9-Euro-Ticket irgendwo bei 60.000 bis 80.000 Euro. Die Gratisfahrten wurden in St. Leon Roth also eigentlich gut angenommen. Die geringeren Steuereinnahmen bedeuteten am Ende aber das Aus für das 0-Euro-Ticket. Auch in Walldorf will man deswegen künftig auf die Kostenkalkulationen achten. Für die Zukunft bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das dann entwickelt, wenn bundesweit das 49-Euro-Ticket kommt. Ob sich da Zahlen verändern, dann muss man sicher da nochmal neu drüber nachdenken. Bis dahin fahren die Busse in Walldorf aber zunächst weiter. Und das völlig umsonst. Und gute Nachrichten für alle Eislauffans, denn das Eisstadion in Ludwigshafen bleibt geöffnet. Eigentlich hätte die Arena ja Ende Dezember schließen sollen, doch pünktlich zum Jahreswechsel hat der Betreiber die Stromkosten in den Griff bekommen. Und das, obwohl diese um bis zu 60% gestiegen sind. Wie es trotzdem mit der Eisarena weitergeht, Michelle Teuke und Francesco Romano berichten. In Ludwigshafen werden die Schlittschuhe vorerst weiter geschnürt, zumindest bis Ende Januar. Denn die Betreiber des Eisstadions an der Saarlandstraße haben die Energiekosten in den Griff bekommen.
Wir beziehen jetzt den Strom für diesen Monat kurzfristig von der Strombörse direkt und können damit 4 Wochen überbrücken. Allerdings ist dieser Monat quasi ein Minusgeschäft und wir können für die Zukunft nicht immer so weitermachen. Inzwischen ist der Strompreis glücklicherweise etwas gesunken. Der Eis- und Rollsportclub kalkuliert aktuell mit Kosten in Höhe von 16.000 Euro. Eine Dauerlösung sieht anders aus. Wir machen das einerseits für die Öffentlichkeit, denn auch jetzt sind schon wieder hier Leute vor Ort, die möchten Schlittschuh laufen. Andererseits sind unglaublich viele Schulklassen angemeldet. Der Vereinssport möchte natürlich weitermachen. Und das ist einfach für den Verein und für die Öffentlichkeit, für alle Ludwigshafener Bürger, bieten wir das an. Und die Ludwigshafener freut's. Durch die soliden Einnahmen aus November und Dezember hat sich der Eis- und Rollsportclub ein dickes Polster drauf geschafft, mit dem sie die erhöhten Stromkosten tragen können. Weil das so inzwischen dazu gehört, dass wir jedes Jahr Schlittschuh laufen gehen. Und daher hat man schon so Gedanken, dass es nicht mehr geben könnte nächstes Jahr. Ich finde es hier auf so einem Eis mitten im freien Himmel, wenn jetzt vielleicht noch ein bisschen Schnee fallen würde, wäre natürlich optimal. Aber wenn man schon die Möglichkeit in der Umgebung hat, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Doch langfristig werden sich die Eissportfans doch nach Alternativen umschauen müssen. Die Betreiber schließen die Bahn schon im Januar. Das ist ein Monat früher als sonst. Wir hoffen natürlich auch, dass der Strompreis sinken wird. Allerdings ist es vermutlich unrealistisch, dass er das Niveau von zuvor erreichen wird. Und daher versuchen wir einfach mit allen zuständigen Stellen, auch stellvertretend für alle anderen Sportstätten in Deutschland, die von einem Verein betrieben werden, eine Lösung zu finden. Ein Lichtblick wäre ein enorm starker Januar. Sonst kann nur mit Hilfe des Landes die Hoffnung auf einen Betrieb im Winter 2023 am Leben bleiben. Und über die Situation der Sportvereine in der Energiekrise sprechen wir jetzt mit Dominik Sonntag vom Landessportbund Rheinland-Pfalz. Herr Sonntag, wie bewerten Sie denn die Lage der Sportvereine momentan? Ja, die Energiekrise beschäftigt die Vereine natürlich ganz enorm. Viele melden uns zurück, dass sie steigende Energiekosten, steigende Energiepreise verzeichnen und auch entsprechend stemmen müssen. Aber zum Glück hat uns auch über den Jahreswechsel noch kein Verein kontaktiert, der gesagt hat, so, wir schaffen es jetzt nicht mehr, wir haben am 31.12. die Schlüssel umgedreht, sondern jeder wartet jetzt quasi erstmal darauf, wie die Strom- und Gaspreisbremsen funktionieren, ob sie wirken und wie es dann eben weitergeht. Damit die Schlüssel eben nicht rumgedreht werden müssen, haben Sie auch Energiespartipps bekannt gegeben und den Vereinen zur Seite gestellt. Was für Tipps waren das denn? Ja, das sind die ganz klassischen Tipps gewesen. Schon direkt Mitte letzten Jahres haben wir da eine ganze Latte an Tipps weitergegeben. Das fängt natürlich dabei an, Strom zu sparen, Lichter früher auszuschalten, auch nicht so lange zu duschen, die Vereine auch dazu aufzurufen, vielleicht die Dusche eben auch zu Hause zu nutzen, auch wenn das ja keine Energieeinsparung in dem Sinne ist, sondern es ist nur eine Verschiebung der Energie. Einsparung oder eben auch Nicht-Einsparung, solche Dinge. Oder wenn ein Verein die Möglichkeit hat, noch auf LED-Lampen umzurüsten in seinen eigenen Anlagen, eigenen Sportstätten, dann sind das natürlich so schnelle Sachen, die man machen kann. Eine neue Gastherme irgendwie, eine effizientere einzurichten oder sogar eine Wärmepumpe zu installieren, das bedeutet natürlich längere Vorplanung und konnte jetzt auf die Schnelle nicht umgesetzt werden. Was raten Sie generell den Vereinen noch neben den Energiespartipps? Ist vielleicht da auch ein Zusammenschluss der Vereine plausibel? Also da würde ich mich jetzt nicht so vorwagen, den Vereinen zu empfehlen, sich zusammenzuschließen, um entsprechende Energiepreise zu stemmen oder Kosten zu decken. Das kann jeder Verein vor Ort mit eventuellen Nachbarvereinen diskutieren, ob das Sinn macht. An manchen Stellen würde es vielleicht Sinn machen, an anderen Stellen ist es, glaube ich, auch gut so, wie es jetzt läuft. Aber da müssen die Vereine vor Ort, und das können die Vereine auch vor Ort am besten entscheiden, ob ein Zusammenschluss notwendig ist. Nur aufgrund der gestiegenen Energiepreise ist das aber sicherlich bei den Vereinen kein Thema, nur deswegen eine Fusion oder eine Kooperation in engerem Sinne einzugehen. Dann hoffen wir, dass die Vereine gut durch die Krise kommen und uns da keine Pleitewelle erreicht. Herr Sonntag, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank ebenso. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Weitere Meldungen aus der Region jetzt kurz und kompakt zusammengefasst von Liam Gutnecht, Francesco Romano und Moritz Vogt.
Rückhalt gestärkt. Nach Christian Baldaufs Rücktritt als Fraktionsvorsitzender der CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag hat der CDU-Vorstand ihm nun das Vertrauen ausgesprochen. Demnach soll Baldauf trotz seines Rücktritts in der Fraktion dennoch der Landes-CDU-Chef bleiben. Der 90-jährige ehemalige Landesvorsitzende und Ministerpräsident Bernhard Vogel rief zur Geschlossenheit in der Partei auf. Nur so hätte man die Chancen, in Wahlkämpfen zur stärksten Partei zu werden. Kurz vor Weihnachten hatte Baldauf seinen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender Ende März angekündigt. Geldregen. In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 31 Menschen Lottomillionäre geworden. Das sind mehr als dreimal so viele wie in Rheinland-Pfalz. Hier gab es nur 9 Glückspilze. Damit verzeichnet Baden-Württemberg zusammen mit Bayern die zweitmeisten Lottogewinner im vergangenen Jahr. Den ersten Platz belegt Nordrhein-Westfalen mit 44 Neumillionären. Fürs Lottospielen geben die Deutschen rund 8 Milliarden Euro im Jahr aus. Das ist etwa 1% mehr als im Jahr davor. Lage spitzt sich zu. Die Hilfsorganisation Caritas rechnet aufgrund des Ukraine-Kriegs mit einer erneuten Fluchtdynamik nach Deutschland. Denn die Zerstörung der Energieinfrastruktur und die kalten Temperaturen könnten viele Ukrainer zur Flucht zwingen, so ein Sprecher der Caritas. Mehr als 8 Millionen Ukrainer sind bereits aus ihrem Land geflohen, davon mehr als 1 Million nach Deutschland. Die Caritas hilft den ukrainischen Flüchtlingen sowohl in Deutschland als auch in den betroffenen Kriegsgebieten vor Ort. Stefan Lerch übernimmt Mitte März das Traineramt der TSG Frauen. Momentan ist er noch Coach der Junioren bei der TSG Hoffenheim. Aber in der Frauenbundesliga ist Lerch kein Unbekannter. Von 2017 bis 2021 war er Trainer des VfL Wolfsburg und gewann mit den Damen da den deutschen Meistertitel und den DFB-Pokal. Die Damen der TSG haben sich kurz vor Weihnachten von Trainer Gábor Gallay getrennt. Und wir gehen in die zweite Liga der Herren. Der SV Sandhausen ist da in die Saisonvorbereitung gestartet. Und die Rückrunde beginnt da in gut 3 Wochen. Und da steht dem SV Sandhausen eine echte Mammutaufgabe bevor. Sie haben als Tabellenletzter überwintert und müssen jetzt natürlich alles Mögliche tun, um die rote Laterne abgegeben und möglichst nicht abzusteigen. Wie sie das schaffen wollen und wie sich die Situation personell verändert hat im Winter, Pascal Förster berichtet. Raus aus der Winterpause und rein in die Vorbereitungen. Der SV Sandhausen nimmt wieder Fahrt auf, das Ziel dabei klar vor Augen. Die Hinrunde war nicht gut, das haben wir auch analysiert. Und ja, jetzt arbeiten wir in der Vorbereitung an, dass wir eine deutlich bessere Rückrunde spielen. Und das einzige Ziel jetzt in dieser Saison kann nur der Klassenerhalt sein. Und genau dabei möchte Patrick Drewes auch in Zukunft dem SV helfen. Der 29-Jährige hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Rückrunde im Tor der Sandhausener stehen. Auch Stammspieler Yannick Bachmann bleibt dem Hartwald treu. Die beiden Leistungsträger setzen damit ein klares Zeichen. Das ist für uns auch ein Fingerzeig, wie sie sich hier wohlfühlen, wie sie diesen Schritt weitergehen wollen mit uns. Ist nicht immer selbstverständlich, wissen wir selber, wer wir sind. Und die Jungs haben sich dementsprechend ins Rampenlicht gespielt. Aber das zeigt auch den Charakter und die Mentalität, die sie haben, um das hier weiterzumachen. Weitermachen möchte auch Dennis Diekmeier. Den Kapitän der Mannschaft bremste eine hartnäckige Verletzung in der Vorrunde aus. Seit dem 4. Spieltag musste er deshalb pausieren. Sein Comeback dürfte allerdings nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ich freue mich jetzt natürlich, dass ich endlich wieder bei der Mannschaft bin. Ich habe ja die ganze Zeit die Reha gehabt, da war ich wenig da in der Hinrunde. Es war natürlich manchmal ja, schon hart, wenn man nicht bei der Mannschaft sein kann. Aber jetzt freue ich mich wieder hier zu sein. Die Woche bin ich noch mit Schima zusammen bei unserem Fitnesstrainer, mit dem auf dem Platz. Und dann hoffe ich, dass ich zum Trainingslager langsam wieder einsteigen kann. Jetzt schon eingestiegen sind die beiden Neuzugänge im Team. Mit Frank Evina und Kerim Canalolo sind 2 junge Spieler zur Mannschaft von Trainer Alois Schwarz dazugekommen, die teilweise schon in der ersten Bundesliga zum Einsatz kamen. Canalolo lief zuletzt für den ersten FC Schalke auf und Evina kommt von Ligakonkurrenten Hannover 96. Die Jungs können sich da schon direkt reinspielen und das erhoffen wir uns auch, weil gerade auch diese junge Frische uns, glaube ich, ganz gut tut. Das hat man auch in der Vorrunde gesehen, dass ein Merville Papea und Ahmed Kutucu oder Chris Kinsombi uns schon weitergeholfen haben und das erhoffen wir uns natürlich von den 2 jungen Neuen auch. Am 10. Januar geht es dann für die Mannschaft ins Trainingslager nach Malta, wo man weiter an den Baustellen arbeiten möchte. Wir sind manchmal zu kompliziert. Wir wollen dann doch Dinge machen, die wir nicht so können. Ne?
Und dadurch sind wir auch oft bestraft worden. Und die Dinge müssen wir wieder einfach machen. Wenn wir die einfach halten und wenn wir als Mannschaft geschlossen und kompakt auf dem Platz stehen, dann haben wir schon auch unsere Möglichkeiten. Die Verstärkung ist bereit, die Route ist klar. Eine starke Rückrunde ist jetzt gefordert, damit der SV Sandhausen auch in der nächsten Saison in der zweiten Bundesliga auflaufen kann. Und wir wechseln vom Rasen auf das Eis, denn heute Abend steht ein Eishockey-Derby in der SAP-Arena an. Die Adler Mannheim empfangen die Löwen aus Frankfurt. Und das ist ein echter Kracher, sowohl für Spieler als auch für Fans. Und dieses Aufeinandertreffen gibt es bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Einmal in Frankfurt, einmal in Mannheim. Beide Spiele konnten allerdings der Adler für sich entscheiden. Beim Heimspiel im Oktober hieß es nach 60 Minuten 5:1 für die Adler. Das Spiel in Frankfurt konnten die Mannheimer erst nach Penaltyschießen gewinnen. Es ist für beide Mannschaften das dritte Spiel innerhalb von 6 Tagen. Und heute Abend werden über 13.000 Fans in der ausverkauften SAP-Arena mit dabei sein. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Und genau eine Stunde später, um 20.30 Uhr, ein paar Kilometer weiter entfernt in Heidelberg, spielen die MLP Academics in der Basketball-Bundesliga gegen die Veolia Towers Hamburg. Und der Jahresausklang für die MLP Academics war ja alles andere als erfolgreich. 3 Niederlagen in Serie, zuletzt auch beim Christmas Game gegen den FC Bayern München. Das heißt, heute Abend sollten dann mal wieder Punkte her, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. So, und wir machen eine kurze Pause und danach gibt es echte oder nicht so wirklich echte Gesundheitstipps, also bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Ron. Ja, die Zeiten günstiger Energiepreise sind vorbei, die Rechnungen dementsprechend hoch, also heißt es Energiesparen. Und dabei hilft das Mannheimer Unternehmen Paul. Denn die Firma verbaut im Keller Technik und macht dadurch Häuser effizienter. Über 100 Mitarbeiter hat das Unternehmen bereits, aber will weiter wachsen. Wie genau die Firma arbeitet, Francesco Romano hat es herausgefunden. 90 Jahre Logistikkompetenz, auch für Ihre Branche. Fenning Logistics präsentiert Ihnen Hidden Champions. Fast schon unscheinbar versteckt sich der Firmeneingang der Paultec AG an der Mannheimer Theodor-Heuss-Anlage. Das Tech-Unternehmen setzt auf Transparenz. Nicht nur bei der Bauweise des Büros, auch bei der Art, wie das Unternehmen agiert. Wir kommen, wir bauen die Sensoren ein und die Aktoren. Und binnen 1 bis 2 Tage ist das System live. Ab dann sparen Sie 15% Energie. Sparen wir nichts, bekommen wir nichts. Und wenn wir sparen, dann sparen wir gemeinsam. Und das, was wir einsparen, davon bekommen wir einen kleinen Bruchteil ab. Das Ziel von Paultec ist es, dass Haushalte Energie sparen. Der wohl größte Kostenfaktor, das Wasser. Denn durch schlechte Isolierung und hohe Bauten ginge viel Wärme schon im Keller verloren. Und hier setzt der Hidden Champion an. Wir können mittels eines intelligenten Netzes die Energie dann bereitstellen, wann sie benötigt wird. Und können auch die Verluste im Netz derartig minimieren, indem Sensoren, Aktoren und Algorithmen eben dieses Haus entlang des Verbrauchs tatsächlich optimiert eben steuern. Und das führt in der Regel zu 15% weniger Energie, die bei gleichem Komfort einfach nicht benötigt werden müssen. Was aufwendig und teuer klingt, erledigt Paultec in der Regel minimalistisch. Man möchte so wenig wie möglich am Bestand des Hauses verändern. Gecheckt wird das Ganze am unternehmenseigenen Teststand. Am Ende des Tages ist unsere Sensorik bzw. unsere Aktorik minimalistisch, was die Installation angeht. Ja, also wir befinden uns nur im Keller, ja, nicht in den Mieterwohnungen, ja, was total entscheidend ist und total wichtig ist, dass wir halt so non-invasiv wie möglich unsere Technik in den Bestandssystem einbauen können. Sind Sensoren und Aktoren im Keller eines Mehrfamilienhauses installiert, dann kann Paultec im sogenannten Leitstand den Ist-Zustand des Gebäudes überprüfen und handeln. Das Ziel ist ein hydraulischer Abgleich. Das heißt, wir schauen, dass die Temperatur im System an jeder Stelle gleich ist. Und das ist die Voraussetzung, damit wir zukünftig Energie senken können und auch Energie einsparen können. Was Paul auch im Keller verbaut, ist eine Ultrafiltration. Diese filtert das Kaltwasser, das ins Gebäude fließt. Das Gerät sorgt dafür, dass sämtliche Partikel und Schmutzrückstände schon gar nicht in den Wasserkreislauf des Hauses gelangen. Wichtig zu verstehen, dass Paul am Ende des Tages lediglich mit Hilfe von verschiedenen Sensoren die Temperatur, Druck und Durchfluss messen
und unter der Verbindung Hardware-Komponenten wie der Ultrafiltration und unseren Ventilen die Möglichkeit haben, signifikante Energieeinsparungen für die Gebäudeheizung zu realisieren. Darüber hinaus hat Paul auch eigene Werkbänke, auf denen drei Angestellte im Schichtbetrieb Ventile und Komponenten individuell für die Liegenschaften zusammenbauen. Bis zu 80% aller Produkte baut Paul also selbst zusammen. Das bietet uns natürlich aktuell auch in der Zeit einen riesigen Vorteil hinsichtlich der Verfügbarkeit der Materialien. Also wir haben keine Lieferengpässe, weil im Prinzip am Ende hier in unserer Produktion alles zusammengeschraubt, kommissioniert und entsprechend in die Liegenschaften verschickt wird. Und das Mannheimer Unternehmen möchte weiter wachsen. Speziell in der Produktion und der Softwareprogrammierung ist Paultec auf der Suche nach Verstärkung, damit noch mehr Häuser und Wohnungen Energie sparen können. 90 Jahre Logistikkompetenz auch für Ihre Branche. Fanning Logistics präsentierte Ihnen Hidden Champions. Wissen Sie eigentlich, was wir alle im Alltag zwischendurch mal wieder tun sollten? Das hier. Rückwärts laufen. Zumindest machen das gerade sehr viele Menschen auf dem Videoportal TikTok, denn es soll gesund sein. Aber was steckt wirklich dahinter und was versprechen die vielen anderen Internet-Gesundheitstipps? Wir haben den Test gemacht. Nein, wir spulen unser Band hier nicht aus Versehen zurück. Reporterin Lena Wollny und auch RTL-Moderatorin Angela Fingererben machen's vor, rückwärts gehen. Denn das soll laut einiger TikTok-User im Netz richtig gesund sein. Aber warum? Ideen? Vielleicht strengt das den Kopf ein bisschen mehr an, damit man ein bisschen fitter wird. Aber ausprobiert habe ich es noch nie. Für einen Kreislauf, vor allem für einen Schwindel. Rückwärts zu gehen als Gesundheitstipp. Vielleicht um die Koordination von Hand und Augen und alles Mögliche ein bisschen zu schulen. Damit liegen alle drei schon ganz richtig. Rückwärts gehen stärkt laut diverser Studien die Koordinationsfähigkeit und ist gerade bei älteren Menschen eine sinnvolle Übung, um Stürzen vorzubeugen. Aber nicht nur im Kopf passiert was, sagt Allgemeinmediziner Dr. Christoph Schwecht. Das Rückwärtslaufen hat in der Tat eine ganze Menge von positiven Effekten für die Gesundheit. Es fängt schon damit an, dass ganz andere Muskelgruppen beansprucht werden als beim Vorwärtsgehen. Das führt übrigens auch dazu, dass man am Anfang durchaus Muskelkater entwickelt. Auch soll es die Knie entlasten. Das Muskeltraining der anderen Art machen die Mannheimer mal mit. Merken Sie, dass sich das in den Knien auch anders anfühlt? Ja, man geht vorsichtiger. Man muss natürlich auch, man guckt ja nicht nach hinten. Es ist ungewohnt. Ja. Tatsächlich, es ist so ein bisschen entlasteter. Auf jeden Fall. Und wie ist es so, gegen den Strom zu schwimmen? Beim Rückwärts zu laufen, das fühlt sich auch ein bisschen an, als hätte ich sie nicht mehr alle sortiert. Aber wenn es die Knie entlastet, um Himmels Willen, was soll man machen? Na, da gibt's noch eine ganze Menge. Zu den TikTok-Gesundheitstipps gehören auch Dehnübungen, um den Blutdruck zu senken. Das belegt auch eine Studie aus Kanada. Woran das genau liegt, weiß man nicht. Man nimmt an, dass eben beim Dehnen auch die Blutgefäße gedehnt werden. Und möglicherweise ist das die Ursache für den Effekt. Dafür müsse man das aber auch regelmäßig über einen langen Zeitraum machen. Dann vielleicht doch lieber schaukeln? Ja, auch dieses Spielplatzerlebnis soll gesund sein. Da die Schaukel nur durch Muskelkraft bewegt wird, können sogar ein paar Kalorien verbrannt werden. Viel größer ist aber der Effekt auf unsere Seele, die wir ja wortwörtlich baumeln lassen. Das ist eigentlich schade, dass wir als Erwachsene so wenig, so selten schaukeln. Als Kinder haben wir das ja viel mehr gemacht. Und wir werden ja beim Schaukeln wahrscheinlich an positive Erlebnisse in der Kindheit als Baby möglicherweise erinnert, vielleicht noch früher im Mutterleib. Auch da hat es ja viel mit Schaukeln zu tun. Ob Schaukeln oder rückwärts gehen, beides gehört bei den meisten Erwachsenen eher nicht zum Alltag. Dabei lohnt es sich für die Gesundheit ab und zu mal die Perspektive zu wechseln. Fehlt noch das Wetter, hier sind die Aussichten heute aus Guttenbach. Bei uns scheint für Sie immer die Sonne. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentiert Ihnen das Wetter. Für unsere Wetteraussichten geht's heute ins beschauliche Guttenbach im Neckar-Odenwald-Kreis. Das Dorf gehört zur Gemeinde Neckar-Gerach. In der alten Neckarschleife verläuft heute der Krebsbach, der in Guttenbach in den Neckar mündet. Der vermeintlich keltische Name Guttenbach deutet auf ein sumpfiges Gelände am Dorfbach hin, an dem es sich heute ein paar Schwäne gemütlich gemacht haben. Wie gemütlich es in den nächsten Tagen wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Auch der Donnerstag bringt viele Wolken und nur selten ein paar kurze Auflockerungen. Die meisten
Wolken kommen trocken durch den Tag. In den südlichen Landesteilen sind dagegen einzelne leichte Schauer unterwegs. Der Wind weht dazu teils kräftig aus südwestlicher Richtung und dabei ist vom Winter auch weiterhin nichts zu spüren. Temperaturen fallen recht einheitlich aus und bewegen sich zwischen milden 11 und 13 Grad. Eine kleine Wetterverbesserung ist für Freitag und Samstag in Sicht. Überwiegend verlaufen die Tage trocken und die Sonne schaut zwischendurch wenigstens kurz mal raus. Am Sonntag steht allerdings kräftiger Regen auf dem Programm und der Wind frischt deutlich auf. Die Tageswerte gehen dazu auf 11 Grad zurück. Nachts ist weiterhin kein Frost in Sicht. Seriös, fair, freundlich, wir sind immer für Sie da. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentierte Ihnen das Wetter. Unser Kameramann Tobias ist gerade rückwärts hier auf die Regieposition gelaufen. Das heißt, er hat seine Gesundheitsschritte heute schon getätigt. Rückwärts laufen, hast du davon gewusst? Ja, dass es knieschonend sein soll, auch wenn man so Berge runterläuft. Da ist dann aber die Frage, wenn man nichts sieht und dann rückwärts einen Berg runterläuft, ob das so sinnvoll ist oder ob man sich nicht den Hals bricht. Ja, runterrollen ist dann auch alles andere als gesund. Aber gut, rückwärts laufen. Ich denke, wir laufen jetzt mal rückwärts nach Hause. Dann haben wir uns heute unsere Gesundheit auch entsprechend was Gutes getan. Wir kommen wieder morgen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.